Herzlich willkommen hier im Provinzarchiv der Kreuzschwestern in Wels. Errichtet 2010 nach der Zusammenlegung von 7 Provinzen. Ich bin Schwester Illuminata Blümelhuber, hier Archivarin, und ich möchte Ihnen heute eine Kostbarkeit aus dem Bestand Spiritualität zeigen. Es ist dies das kleinste liturgische Gebetbuch unserer Schwestern aus dem Jahre 1939. Im Vergleich sind hier die jetzt üblichen liturgischen Bücher gewaltig größer. In diesem Büchlein, das 264 Seiten umfasst, ist das lateinische Officium Parvum, das die Schwestern gebetet haben. Es enthält Hymnen, Psalmen, Kurzlesungen, Gebete für den Jahreskreis, aber auch für die Festzeiten wie Weihnachten, Ostern und auch manche Gedenktage. Dieses Büchlein ist sehr handlich. Man kann es überall mitnehmen, in der Reisetasche oder in der Kleidertasche einer Schwester. Wem mag es wohl gehört haben? Vielleicht einer Oberin, die vielfach auf Dienstreisen war. Die erste Seite in diesem Büchlein steht die Besitzerin dieses Gebetbuches, Schwester Confirma, von Beruf Alten- und Krankenpflegerin. Später war sie in der Wäscherei tätig. Ich habe sie noch gekannt. Das Büchlein ist etwas abgegriffen. Ein Zeichen, dass es viel mitgenommen wurde und viel benutzt. Und deshalb ist dieses Büchlein für mich ein Zeugnis der Spiritualität dieser Schwester, die dieses Gebetbuch gebraucht hat, mitgenommen, und daraus spüre ich ihre Sehnsucht, immer mit Gott verbunden zu sein, auch bei der Arbeit. Und das ist eine Kostbarkeit.